Die Entwicklung des Lebens auf unserer Erde ist unvergleichlich spektakulär. Wunderschöne Ästhetik, spannende Machtkämpfe und clevere Täuschungen sind nur wenige Beispiele der vielfältigen Biodiversität. Der Motor unserer Artenvielfalt ist die Koevolution. Um die Koevolution verstehen zu können, müssen wir uns erstmal die Evolution anschauen. Die Evolution ist die allmähliche Entwicklung von Organismen. Diese sind ständig Umweltfaktoren ausgesetzt. Dazu gehören abiotische Faktoren, also unbelebte Faktoren, wie Temperatur, Wasser und Licht. Aber auch biotische Faktoren, also alle belebten Faktoren. Dazu gehören die Interaktionen mit anderen Lebewesen, also Konkurrenz, Parasitismus oder Räuber-Beutesysteme. Wenn ein Umweltfaktor die Fitness eines Organismus beeinflusst, dann wirkt er als Selektionsdruck. Die am besten an die Umweltfaktoren angepassten Individuen überleben und pflanzen sich fort. Diesen Prozess nennt man natürliche Selektion. Wenn es sich um eine interspezifische Beziehung handelt, also Beziehungen zwischen verschiedenen Arten, kann es zur Koevolution kommen. Koevolution ist ein Evolutionsprozess, bei dem die Anpassung einer Art die Evolution einer anderen Art bewirkt. Beide Arten stehen dabei in Wechselbeziehung zueinander und üben einen Selektionsdruck aufeinander aus. Es handelt sich also um eine reziproke, also wechselseitige Anpassung. Fasst man den Begriff der Koevolution weiter, zählen auch Anpassungen nur auf einer Seite der Interaktion dazu. Koevolution kann bei allen Arten der Interaktion stattfinden. Man unterscheidet generell mutualistische Koevolution, die zum gegenseitigen Nutzen der interaktionären Partner führt. Antagonistische Koevolution hingegen verschärft den gegenseitigen Selektionsdruck. Heißt, die beiden Partner arbeiten gegeneinander. Dazu zählen Parasitismus, Konkurrenz oder Jäger-Beute-Beziehungen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Interaktion vom zottigen Klappertopf mit anderen Pflanzen. Er ist ein Halbparasit, der nur zu eingeschränkten Photosynthese in der Lage ist und ist deshalb auch so hellgrün, weil er wenig Chlorophyll enthält. Er bezieht ergänzend Wasser und Nährstoffe aus den Wurzeln anderer Pflanzen durch spezielle Saugorgane, sogenannte Haustorien. Dieses Verhalten übt einen Selektionsdruck auf die Wirtspflanzen aus und schwächt deren Fitness. Durch Koevolution haben manche der Wirtspflanzen Abwehrmechanismen entwickelt. Zum Beispiel die Magerwiesenmargerite bildet einen verholzten Bereich um die eindringenden Zapfen. Verschiedene Süßgräser haben keine solchen Mechanismen und der Befall ist effektiver. Ist jede Interaktion zwischen Blütenpflanze und Insekt von gegenseitigem Nutzen? Nein. Gute Beispiele für antagonistische Koevolution kann man bei den Orchideen finden. Ja, hier zu meiner Linken haben wir ein super schönes Beispiel für Koevolution. Und zwar haben wir hier eine wilde Orchideenart. Ich bin gerade im Naturschutzgebiet Koppelstein-Hermestal unterwegs und das hier ist ein Knabenkraut. Ich weiß nicht genau welche Art, entweder das Helmknabenkraut oder aber das Affenknabenkraut. Vielleicht ist es auch ein Hybrid der beiden Arten, das kommt durchaus öfters mal vor. Und das Spannende hierbei ist, dass Nektar nur vorgetäuscht wird. Durch die leuchtenden Farben, durch die kontrastreichen Töne der Blütenstände wird eben signalisiert, dass da bestimmt viel zu holen sein wird. Das ist allerdings nicht der Fall, heißt die Sporne tragen gar keinen Nektar in sich. Ja, die Besucher sind oftmals solitäre Bienen oder Hummeln, die Blüte trotzdem anfliegen, weil eben die Verlockung sehr groß ist und dann ist eben doch nichts da. Trotzdem werden die Pollenpakete genau auf den Kopf geklebt, damit beim nächsten Besuch der nächsten Blüte die Narbe befruchtet wird. Bei den Hummeln ist das nämlich der Fall, dass sie sehr unspezifisch sind, heißt, sie fliegen verschiedene Blüten an und oftmals versuchen sie es auch beim Knabenkraut mehrmals, heißt, dann werden auf jeden Fall die Blüten auch befruchtet. Das Interessante jetzt hierbei ist, dass keine andere Blütenart spezifisch nachgeahmt wird. Heißt, sie versuchen jetzt nicht irgendwie eine andere Art speziell zu imitieren, sondern man nennt das eine generelle Blütenmimikrie oder eine Non-Model-Mimikrie. Das ist eben genau auch an die Sinnesorgane der bestäubenden Insekten angepasst, also diese violetten Töne. Das ist eben ein perfektes Beispiel dafür, dass sich diese Art auf die bestäubenden Insekten angepasst hat. Ein interessantes Beispiel für mutualistische Koevolution kann man bei Rosskastanien und ihren Bestäubern feststellen.
Die Blüten der gewöhnlichen Rosskastanie oder die der fleischroten Rosskastanie haben sogenannte Saftmale. Das sind Farbflecke, die den Bestäubern den Weg zum Nektar weisen. Blüten, die Nektar enthalten, zeigen einen gelben Fleck, der die Bestäuber anlockt. Ist kein Nektar mehr vorhanden, färbt sich dieser Fleck rot. Bei der fleischroten Rosskastanie verschwindet also einfach der gelbe Fleck. Die meisten Bienen können die Farbe rot nicht wahrnehmen, da sie keine entsprechenden Rezeptoren besitzen. Das Saftmal erlischt also für sie, wenn kein Nektar mehr vorhanden ist. Das Ganze ist eine Form der Kommunikation. Die Blüten geben den Bestäubern ein Signal und beide Seiten profitieren. Die Bestäubungsleistung und die Nektarsuche werden effektiver. Vor allem mutualistische Beziehungen, zum Beispiel zwischen Pflanzen und ihren Bestäubern oder Samenverbreitern, waren maßgeblich verantwortlich für die Artenvielfalt der Erde. Wichtig bei der Bewertung der Interaktion ist der Reproduktionserfolg. Der kann entweder positiv oder negativ von der Interaktion beeinflusst werden. Die Höhe des Einflusses auf den Reproduktionserfolg gibt einen wichtigen Hinweis auf den Grad der Koevolution. Auch die gegenseitige Abhängigkeit spielt eine große Rolle und kann unterschiedlich stark sein. Insbesondere bei engen Interaktionen ist die Spezialisierung meist sehr hoch und der Grad der Koevolution nimmt zu. Der Spezialisierungsgrad beim Wiesensalbei ist aufgrund des Blütenaufbaus sehr hoch. Wenn da unten auf der Unterlippe ein Insekt landet, dann klappen von oben die Staubblätter mit dem Pollen nach unten und das Insekt wird so mit dem Pollen eingestäubt und kann dann wieder zur nächsten Blüte fliegen und dann da die Blüte befruchten. Also super spannend und das Ganze kann man auch mit so einem Grashalm hier super demonstrieren und das werde ich jetzt mal machen und euch zeigen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Ackerhummel auf dem Wiesensalbei landet, dann hier unten auf der Unterlippe, da landet sie und versucht dann hier in der Röhre den Nektar zu saugen. Man sieht hier schon, der Pollen, die Staubblätter klappen nach unten und das Insekt wird bestäubt. Und das klappt immer wieder. Das ist wie so ein Federprinzip und das ist super spannend, wie einfach man das demonstrieren kann. Ja, und dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Bestäubungsleistung auf verschiedene Insektenarten beschränkt wird. Heißt, kurzrüsselige Insekten, wie zum Beispiel auch viele Bienenarten, die können mit dem Wiesensalbei nichts anfangen. Eben nur, wenn das Insekt einen langen Rüssel besitzt und da wirklich auch an den Nektar gelangen kann, dann kann die Bestäubung gesichert werden. Und so ist die Pflanze sehr, sehr auf Hummelarten spezialisiert oder andere Insektenarten, die einen langen Rüssel haben. Es bilden sich oft komplexe Netzwerke, deren Struktur die Stabilität des Systems beeinflusst. Netzwerke unterscheiden sich in der Anzahl an Beziehungen und auch in der Intensität der gegenseitigen Beziehungen. Wir können in der Natur also sehr enge Interaktionen beobachten, wo die Arten sehr voneinander abhängig sind. Es gibt aber auch weniger spezialisierte Beziehungen, wie zum Beispiel Mohn, eine Scheibenblume. Pollen ist frei zugänglich und verschiedene Besucher können die Blüte bestäuben. Im Verlauf der Koevolution können neue Arten entstehen. Diesen Vorgang nennt man Kospeziation. Aber auch andere Szenarien sind möglich, zum Beispiel der Wirtswechsel bei parasitären Beziehungen, das Aussterben von Arten oder Interaktionen, die durch Anpassungen keine Auswirkungen erfahren haben. Die Bedeutung der Koevolution ist sehr hoch. Und fossile Funde zeigen, dass Massensterben von Blütenpflanzen einem Rückgang der Biodiversität von Insekten folgten. Auch die Interaktion von Pflanzen und Frugivoren, also fruchtfressenden Tieren, spielte eine zentrale Rolle der Diversität von Fruchtmerkmalen und Ausbreitungsmechanismen. Das Problem mit komplexen Artgemeinschaften ist, dass diese Ökosysteme nur langsam auf Änderungen von Umweltfaktoren reagieren können. Der Klimawandel oder andere menschliche Einflüsse können ein Aussterben von vielen Arten befeuern. Weltweit schwinden immer mehr Arten. Am Tag schätzungsweise sogar 130. Also ausgerechnet artenreiche Ökosysteme sind besonders anfällig für rasche Veränderungen wie dem Klimawandel. Die Koevolutionskaskade kommt nicht nach und es kommt zum Aussterben vieler Arten. Ja, Koevolution kann als Motor der Artenvielfalt bezeichnet werden. Die aufeinander angepassten Strukturen passen wie Zahnräder ineinander und es können neue Arten durch Spezialisierungen entstehen. Massenaussterben durch sich schnell verändernde Umweltbedingungen
können dramatisch sein.